Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen auf Tour. Wir sind heute in der wunderschönen Eifel unterwegs mit dem Doji S51. Das ist ein neues Outdoor-Handy und ja, ich will das Ganze heute mal hier mit euch auf Tour testen. Ich zeige euch einen richtig tollen Spot hier in der Eifel, der gar nicht so bekannt ist. Einer meiner Lieblingsorte und ja, bevor es losgeht, packe ich kurz meine Sachen. Ihr bekommt einmal so ein paar Keyfacts zu dem Gerät eingeblendet und dann geht's los. Viel Spaß! So, jetzt sind wir schon hier einmal beim ersten Geocache angekommen. Bevor wir den jetzt gleich zusammen heben, der auch wirklich total cool ist, zeige ich euch einmal das Gerät en Detail. Ich habe das jetzt hier bei mir, ich habe es vielleicht im Lieferumfang auch eben gesehen, an der Trageschlaufe befestigt und an einem Karabiner. Das heißt, ne, ich kann das auch mal loslassen, aber normalerweise habe ich das hier bei mir in der Hose, in der Seitentasche. Ne, und wenn ich es brauche, kann ich es rausziehen. Wunderbar. Und ja, das Coole ist halt, dass es diese ja, komplette Schutzhülle fest verbaut hat. Die ist halt auch richtig angenehm anzufassen. Also ihr seht, es schmiert nicht, auch wenn man jetzt ein bisschen feuchte Hände hat, bleibt nichts dran haften, ist halt stoßfest. Man kann es aufs anderthalb Metern mal fallen lassen. Ne, habe ich jetzt natürlich noch nicht probiert, aber ist halt gut zu wissen, dass wenn es mal aus der Hand fällt, ne, oder jetzt irgendwo gegenschlägt, dass es nicht direkt Schaden nimmt. Finde ich super cool. Wie gesagt, auch hier mit so einer Karabinerlösung, ja, finde ich halt super praktisch. Ne? Ja, ansonsten habe ich auch eben, bevor wir losgegangen sind oder als wir losgegangen sind, hier Strava aktiviert, damit wir hier unsere Tour heute ein bisschen auch schon aufzeichnen. Ihr seht, ne, 30 Minuten sind wir jetzt schon unterwegs, haben 2,2 Kilometer zurückgelegt und ja, GPS ist die ganze Zeit an, denn wir wollen ja natürlich ordentlich ja, Akku saugen, das Ganze testen und ja, bis jetzt schlägt er sich ganz gut. Ansonsten ist das Ganze natürlich auch ne, hier oben der Anschluss für Klinke, Kopfhörer mit so Kappen versehen, weil es ja Staub- und Wasser geschützt auch. Hier einmal an der Seite der Zugang zu dem Slot, wo man die zwei SIM-Karten reinbauen kann. Es sind zwei Nano-SIM-Karten, kann das Gerät fassen oder halt auch nur eine. Ich habe jetzt nur eine drin und man kann hier die 64 GB internen Speicher noch mit einer Speicherkarte auch erweitern. Ne? Aber das ist alles hier einmal mit diesen Klappen, die auch wirklich angenehm sind. Ausgestattet. Hier an der Unterseite ist dann der Zugang zu der Ladebuchse, wird mit einem USB-C-Kabel, habt ihr vielleicht eben ja auch gesehen, ne, geladen und hier auch mit der Kappe kann man das Ganze wieder verschließen. Ja, ich habe das Gerät hier in so einem schicken, fancy Grün, finde ich halt auch wirklich super vom Style her. Das heißt, ne, wenn ich es jetzt mal umliegen lasse, fällt natürlich auch direkt auf. Also finde ich echt nice. Gibt es auch ein Orange oder halt nur Schwarz, jeder wie er mag, aber ich fand mal das Grüne ausgefallen. Wer hat schon mal hier so einen Telefon mit grünen Akzenten? Ja, ansonsten würde ich sagen, geht's jetzt einfach mal ran an den Geocache, der wirklich halt super genial ist. So, ich habe jetzt auch mal die GoPro umgeschnallt und ich habe auch hier auf dem Gerät die GoPro-App einmal laufen. Also das funktioniert hier wirklich mit mehreren Apps parallel super gut. Da hatte ich halt erst je nachdem schon Befürchtung, ob es das vielleicht packt oder nicht, aber das macht es. Und ja, jetzt starten wir einmal die Aufzeichnung und ja, wollen jetzt hier einmal den Cache einmal heben. Ist eine Runde mit vier Caches insgesamt. Und ja, wer das mal machen will, ich poste euch auf jeden Fall das Ganze auch nochmal in die ja, Videobeschreibung unten rein. Ist halt wirklich super cool mit super viel Liebe und Mühe gemacht das Ganze und ja, ich zeige euch jetzt einmal, warum ich das halt auch so cool finde. So, und ihr seht, zack, beim Geocachen kann man auch einfach mal das Gerät hier auf die Seite legen, um den ersten hier Behälter zu bergen. Und der war sogar mal in der Zeitung, weil den hat mal irgendein aufmerksamer Rentner mal gefunden und hat das Ganze für eine Granate gehalten. Ja, jetzt ist es aber Gott sei Dank halt noch hier. Und deswegen kenne ich jetzt hier, ohne Rätsel zu lösen, halt auch, weil ich das halt auch schon mal gemacht habe, hier natürlich die Kombination. Um das Ganze aufzukriegen, ist halt so ein bisschen gemacht wie bei Illuminati. Kennt ihr ja den Film von Dan Brown oder das Buch von Dan Brown? Und dann haben wir hier einmal die Kapsel. Ich trage mich jetzt hier natürlich ein. Wie gesagt, ich poste auch einmal unten dann ja, den Code. Wer das Ganze mal hier selber nachgehen will, ist eine super coole Runde insgesamt. So, da haben wir das Ganze jetzt natürlich auch wieder gut verpackt für die nächsten. Das heißt, wir packen das jetzt alles mal wieder schön hier rein und tarnen das natürlich wieder, damit ne, der Erstfinder da auch wieder sein Erlebnis hat. Ja, und ihr seht, da kann halt auch immer hier bei so einem Autohandy ein bisschen Dreck da dran kommen. Da braucht man sich dann gar keine Gedanken machen oder besonders aufzupassen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Hauptziel des heutigen Tages, dem Elefantenkopf. Ja,
Und schon sind wir bei einem kleinen Highlight hier für heute angekommen. Und zwar den sogenannten Elefantenkopf seht ihr hier im Hintergrund. Das ist kein natürliches Gebilde, sondern das, was man hier als Rüssel so wahrnimmt, das ist einmal ein Stützpfeiler, denn hier wurde früher Blei abgebaut. Dahinter ist halt ein Stollen, das war eine Mine, wo sich halt zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg die Bevölkerung hier untergebracht, Unterschlupf gesucht hat. Und ja, ist halt aber natürlich so erhalten noch und finde ich, sieht super toll aus. Ist eine super schöne Location. Und ja, damit ihr mal seht, wie die Foto- und Videoqualität hier von dem Doji ist, mache ich jetzt einfach mal ein paar Bilder, ein paar Videoaufnahmen. Ja, spiele die jetzt mal ungefiltert ein, damit ihr da einfach mal einen Eindruck von bekommt. Also, los geht's. Den Videomodus. Und ja, ihr seht, das macht das alles problemlos. Ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen hier mit an der Location. Dann seht halt auch mal, wie tief das hier eigentlich auch runtergeht. Ne? Auf der Seite sind halt auch noch so ein paar Stellen, wo abgebaut wurde. Also ist, wie gesagt, super spannend hier. Und ich gehe mit euch jetzt hier einfach mal eine Runde. Dann bekommt ihr halt von der ganzen ja, Szenerie hier auch nochmal so ein bisschen einen Eindruck, eine Vorstellung. Seht, wie das Videoverhalten jetzt in Bewegung ist. Und ich werde gleich auch noch mal an 2, 3 Pflanzen iNaturist ausprobieren. So eine Pflanzenerkennungs-App, die ich bei mir immer auf dem Handy habe, wenn man unterwegs ist. Man kennt ja auch nicht alles. Ist halt auch super spannend. Wird auch immer mit GPS markiert, wo der Standort der Pflanze ist. Und ja, das testen wir dann auch gleich mal. Und dafür sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall die Kamera auch gut genug sein bei so einem Handy. Aber da habe ich hier auch keine Bedenken. Mal probieren, wie hier der Fokus ist. Aber das passt da auch an. Und ihr habt ja hinten dran gesehen, ich meine, wir sind jetzt nicht nachts unterwegs, aber er hat hinten halt auch diesen LED-Ring auf der Rückseite, der halt auch wirklich super gut ist. Also super stark auch, also die Taschenlampe, bin ich auch begeistert. Und ja, so was ich jetzt hier gerade live sehe, macht auf jeden Fall schon mal einen akzeptablen Eindruck. Klar ist natürlich jetzt auch von der Belichtung, ich habe auch nichts dran rumgestellt oder wenn ich es gleich dann nachher hochlade, werde ich das auch nicht bearbeiten. Macht es einen bisschen hellen Eindruck und finde das aber, man muss ja mal Preis-Leistung bei so einem Gerät auch sehen, bis jetzt aus dem Stand so voll in Ordnung. Ja, ich würde sagen, wir packen jetzt mal hier wieder zusammen und auf geht's zum nächsten Cache. So, und schon sind wir hier beim nächsten Cache angekommen. Und ja, also ich bin bis jetzt wirklich begeistert, denn ihr seht, ich benutze hier verschiedenste Apps. Ich habe Strava im Hintergrund mit dem GPS laufen. Dann habe ich jetzt hier Foto, Video gemacht, dann in die GoPro-App. Hier seht, das ist Live-Übertragung. Einmal hier auch auf dem Display. Das macht er hier praktisch übers WLAN. Jetzt würde ich sagen, genug geredet. Jetzt wollen wir einmal hier den nächsten Cache heben. Und ich habe hier einmal schon die Dose natürlich entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erahnen könnt hier. So, zack, guckt das hin. Die kann ich einfach wieder schön ablegen, ohne mir Sorgen um Kratzer oder irgendwas machen zu lassen. Und das ist halt der Riesenvorteil. Ja, und wenn es natürlich dann so dabei noch super und zuverlässig gut funktioniert, bin ich gerade zu dem Preis halt noch, ja, noch mehr begeistert. Und ja, guck mal, hier haben wir sogar ein bisschen was an Geschenken dabei. Die lasse ich natürlich drin, aber das ist für die Kinder natürlich auch mal super cool. Guck mal, sogar auch, jetzt haben wir ja gerade WM, jetzt ist hier noch von der Euro 2020 was drin. Sehr nice. Und ja, derjenige, der die Runde hier gelegt hat, der hat es ja super viel Mühe gemacht. Ne? Hier haben wir, seht ihr auch wieder so eine schöne Box. Ne? Und das, ihr seht hier vorne, sind, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, so kleine Löcher. Das heißt, jetzt müssten wir natürlich rumtüfteln. Ich kenne die Runde schon, aber deswegen weiß ich, also wer es selber machen möchte, einmal weggucken, dann spoiler ich nicht, kann man hier das Ganze nämlich abschrauben und dann einmal öffnen. Ich zeige es euch jetzt einmal. Dann hat man hier nämlich so eine Nadel und da muss man die Löcher abgehen und irgendwo drückt man dann gegen den Mechanismus und dann geht das Ganze auf. Also wie gesagt, das ist mal einer der cooleren Cache-Runden hier. Der beste Cacher des Tages, wenn man das kennt, steht hier auch einmal im Spiegel drin, finde ich halt auch super nice, super genial. Schön mit der GoPro auf dem Kopf. Wunderbar. So, wir tragen uns natürlich wieder ein. Und wer es eben jetzt noch nicht gesehen hat, hier natürlich auch noch einmal der Code. Und dann geht es weiter zum Finale sozusagen, dem finalen Highlight, dem für mich finalen Cache heute. Und natürlich dem Fazit. Mal gucken, wie sich das Handy bis dahin geschlagen hat. Jetzt sind wir hier einmal im Finale. Ich habe den Cache jetzt schon geborgen, damit ihr gar nicht seht, wo der ist. Denn ein bisschen Spannung soll ja auch noch dabei sein, ne, wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt. Und ja, ihr seht hier oben gibt es einmal ein richtig schönes Gipfelkreuz und ansonsten auch eine richtig tolle Aussicht. Und ja, ich würde sagen, so viel einmal zur Location. Und dann kommen wir auch einfach doch direkt mal zum Fazit vom Doji S51.
ich habe die GoPro jetzt einmal abgelegt, aber ich wollte euch unbedingt einmal hier das Panorama zeigen, denn es ist richtig toll. Aber genug zu der Location, jetzt kommen wir mal zu dem Fazit hier, zu dem Doji S51. Also der Akku ist halt wirklich jetzt noch so bei 90%. Also er hat sich hier wirklich super geschlagen. Sind hier knapp 2 Stunden insgesamt mit allem drum und dran unterwegs gewesen. Und ja, GPS hat auch wirklich super funktioniert, trotz Strava im Hintergrund. Ne? Wir haben Geocaching gemacht, wir haben hier die GoPro gesteuert. Das war über Wi-Fi eine direkte Verbindung. Also ich muss sagen, wirklich super. Auch alles flüssig, nichts gestockt oder abgebrochen, ne? Oder mühselig. Auch GPS war halt sofort da, als ich das aktiviert habe. Also muss ich sagen, für den Preis, knapp 150 Euro kostet das Gerät. Ja, für mich absolut, bin ich begeistert, lohnenswert. Ich freue mich auf weitere Touren halt mit dem Gerät. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. Wenn ihr Fragen habt über irgendwelche Funktionen, denn da bin ich jetzt nicht so der Experte, schreibt, fragt ruhig einmal in den Kommentaren. Und ansonsten, wer einmal die Tour machen möchte, wie gesagt, packe ich auch einmal in die Videobeschreibung. Auch der Link zu dem Gerät, wer da noch tiefgründige, technischere Details haben möchte. Aber mir geht es halt immer darum, ne, in der Praxis funktioniert, funktioniert es nicht. Da können die ja schreiben, was sie wollen. Wenn ich dann hier unterwegs bin, habe kein GPS oder es bricht ab bei der dritten App oder so, dann kann das sonst was auf dem Datenblatt stehen. Aber es muss halt funktionieren. Und das tut das Gerät jetzt hier für mich, finde ich wirklich genial. Ich mache jetzt hier gleich noch eine schöne Panoramaaufnahme hier mit dem Gerät und würde sagen, freue mich über euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!